Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Taming-Video. Ihr habt es vielleicht gerade kurz gesehen, die Sandy war wieder mit dabei. Wir hatten uns heute ein Ziel gesetzt, Ankylos zu farmen, obwohl wir schon einen besitzen. Ja, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben recht niedrigleveligen noch und jetzt haben wir genug Dilo-Eier, die wir für das Kibbel brauchen. Das heißt, wir können jetzt einen richtig großen holen, einen richtig hohen. Und da sind wir gerade auf der Suche gewesen. Ja, auf Ragnarok, auf unserem Server natürlich wieder. Und nachdem wir den Dödikurus gezähmt haben, um Steine zu bekommen, richtig viele Steine, und die Biber, um an Holz ranzukommen, brauchen wir jetzt noch was, was kräftig Metall kloppt. Und genau dafür ist der Ankylo gut. Das sind eigentlich so die drei Standard-Dinos, die ich jeden recht früh ans Herz legen würde. Also ich selber versuche die immer recht früh zu bekommen. Ist natürlich nicht ganz so einfach, vor allem gerade keine hohen. Und ein Ankylo macht eigentlich auch erst wirklich Sinn, wenn er ein bisschen höher ist. Ich meine, er holt zwar schon in tiefen Stufen recht viel Metall raus, aber er ist ständig überladen und man hat noch nicht so die Möglichkeit, das Metall zu transportieren. Es wird nach hinten raus besser, aber mehr über den Ankylo nachher. Jetzt werden wir die erstmal wieder in unseren typischen Stall pullen. Das kennt ihr ja schon. Wir haben jetzt übrigens einen gefunden. Ich glaube, das hier ist er. Level 82er. Das müsste auch maximal sein auf unserem Server. Momentan noch, weil wir noch Schwierigkeitsstufe 0,5 haben. Hab mal noch nichts Höheres gesehen als Level 82. So, und da haben wir noch einen 70er. Und wisst ihr was? Wir holen gleich beide. Wenn wir schon dabei sind. Wir haben zwar, ich muss sagen, wir haben ein bisschen mehr Eier für das Kibbel, aber nicht genug Prime. Nee, ja, Cooked Meat Jerky. Davon haben wir noch nicht genug. Also reicht das Kibbel wahrscheinlich nur für einen. Kommt jetzt noch ein Level 13 damit. Egal, wir hören uns gleich wieder. Wie immer gibt es jetzt ein bisschen Bilder mit Musikuntermalung. Sandy hört man natürlich nicht, weil ich das Video ja nachträglich schneide. Ich will euch das nicht in ganz voller Länge antun. Genießen wir die Musik und hören uns gleich und dann zeige ich euch auch das Rezept. Forever, forever passing moment.
So, da wären wir da. Haben wir sie beide im Stall. Ja, jetzt muss er nur noch schlafen gehen. Ihr seht das, ich lasse mal ein bisschen Zeit. Also hier läuft noch Fast Forward, aber vielleicht erkennt das deswegen nicht so gut. Aber ich lasse mal Zeit für den zweiten Schuss nachzusetzen, um auch die Dinos nicht ganz so sehr zu verletzen. So, hier seht ihr, hat er schon Kibbel drin, weil ich habe schon gekocht. Aber wir gehen jetzt auch noch gemeinsam noch den Rest des Kibbel kochen. Und dann zeige ich euch auch das Rezept. Das wird dann oben gleich aufploppen. Und jetzt machen wir es so, weil wir nur eine bestimmte Anzahl an Kibbel herstellen können. Und der an Kilo, ich konnte schon abschätzen, nachdem er ein, zweimal gefressen hat, konnte ich ja schon abschätzen, wie viel er braucht. Man sieht das ja, wie viel Prozent er von einmal fressen hat. Und dann kann man es ja hochrechnen. Wusste, dass für den anderen was übrig bleibt. Aber da die sehr lange schlafen und ein bisschen Hunger nur verlieren, brauchen wir dem auch erst zu geben, wenn der eine aufsteht. Also wir haben hier ganz gediegenes Zähmen vor uns, wo wir eigentlich nicht mehr viel machen müssen. Ja, bin ich ein bisschen verpeilt. Das Wasser gehört natürlich nicht. Ah, doch, es gehört hier rein. Nee, gehört es nicht. Hier wollte ich es reinmachen. Genau, jetzt bin ich nochmal so verpeilt. Also, damit wir auch wirklich ein Maximalthema haben. Also, wir könnten jetzt auch halbe halbe machen mit den Kibbels und den Rest mit Beeren. Aber ich will ein Maximalthema. Also, diesen 82 will ich mit vollen 40 Bonus-Level haben. Und ob wir das schaffen, das sehen wir dann am Ende des Videos. Könnt ihr gespannt sein. Ja, weil dann ist ja eben direkt 122, ne? Und das wollen wir erreichen. Hier seht ihr die Zutaten nochmal. Ist ja auch schon aufgeploppt und steht noch hier. Ja, ihr braucht Fasern, ihr braucht ein Dilo-Egg, eine Zitrone, Cooked Meat Jerky, Mecho-Beeren und eben Wasser. Und das hier ist wegen der S-Plus-Mod, haben wir hier mehr Platz im Kochtopf und können deswegen auch mehr Wasser reinmachen. Oh, gleich mehr zu den Vorzügen des Ankilo. Also im Prinzip folgt jetzt das typische Hin- und Hergefliege, wie man es eben kennt beim Zähmen. Man fliegt dorthin, man fliegt mal nochmal dahin und macht dies und das. Um euch diese ganzen Wege einfach zu verschonen, das braucht ihr wirklich nicht zu sehen. Ihr wisst, die schlafen. Zeige ich euch mal was anderes hier. Ich habe endlich die Kettensäge craften können. Ist ja ein Scorched Earth Item. Aber auf Ragnarok gibt es eben beides: Scorched Earth Items und die Island Items. Und ja, die Kettensäge betäubt ein Pego Mastax. Ich hab's nicht ausgehalten. Ich fand's so geil. Die Kettensäge wird mit Treibstoff betrieben. Nee, warte mal. Wird sie nicht? Sie wird mit Benzin betrieben. Mit Treibstoff werden andere Geräte betrieben. Das hier wird mit Benzin betrieben. Und ja, ihr seht, wie schnell ja, das Inventar da voll geht, wenn er da die Kettensäge mal kurz an den Baum hält. Aber man kann es auch nutzen, um Dinosaurier zu töten. Das möchte ich euch jetzt einfach mal so zeigen. Oh, ja, mal so außerhalb der Reihe so ein bisschen auch ein paar andere Infos über die Spielmechanik von Ragnarok. Das macht es nämlich besonders, dass man einfach ohne den Server wechseln zu müssen, ja, auch die Items von beiden Karten bekommen kann. Das finde ich richtig cool und die Dinos sind ja auch so. Es gibt ja auch Dinos aus Scorched Earth hier. Und so weiter und so fort. Wir testen gleich noch die Kettensäge hinten am Drake. Und derzeit reden wir noch mal ein bisschen über den Ankilo. Also es liegen jetzt beide. Wie gesagt, wir wollen den einen mit Kibbel haben. Und was mit Kibbel übrig bleibt, das geben wir dem anderen Ankilo. Und dann gucken wir, dass wir den auch noch kriegen. Der wird wahrscheinlich Level verlieren in der Zähmungseffektivität. Ja, aber das ist nicht schlimm. Wir wollen ja diesen einen komplett hoch haben. Und das geht mit Kibbel auch recht schnell. Also allzu lange haben wir nicht gebraucht. Der zweite hat länger gebraucht. Das kann ich schon mal auf jeden Fall vorwegnehmen. Ein gutes Stück länger. Als Sandy hat glaube ich, jetzt hier schon ausgelockt. Deswegen habe ich hier wieder Blödsinn mit der Kettensäge gemacht, wenn die nicht da ist. Ne? Einmal nicht da, einmal nicht aufgepasst. Da läuft er mit der Kettensäge amok. Ja, so. Ne? Hier habe ich das nochmal vorgeführt. Ja, aber was macht den Ankilo so besonders? Wir haben ja eben gesagt, er hat dieses Gewichtsproblem, wenn man gerade im Low-Level ist. Er boxt ein bisschen gegen den Metallstein, hat verdammt viel Metall drin. Er sammelt übrigens auch gut Feuersteine aus Steinen, vor allem an den Ressourcensteinen am Strand. Dann bekommt er recht gut Feuersteine raus. Also wenn er selber keinen so hohen Melee-Damage hat, ist der Ankilo auch ganz gut für Feuersteine zu farmen. Oh, Entschuldigung. Und was ich eben noch zum Kibbles vergessen habe zu erwähnen, das Kibbel ist das gleiche wie das für den Dödi.
Und der Patschi möchte dieses Kibbel auch. Also, wenn ihr die Dilo-Eier habt, habt ihr sogar noch mehr Verwendung dafür. Ihr könnt euch ein paar Dödis zähmen. Es ist immer gut, ein paar zu haben. Falls ihr auch mal in den Kampf verwickelt werden. Oder wenn man jetzt zum Beispiel mit 3 Dödis rausgeht, jeder hat einen Sattel, dann könnt ihr 3-mal so viel Steine mitnehmen. Da macht er einfach jeden voll, ne? Also so weit, dass er noch laufen kann. Und habt dann eine Dreiergruppe, die auch ziemlich stark ist. Und so ist es mit dem Ankilo auch. Ihr müsst auch nicht für jeden Sattel haben. Ihr könnt ja einfach, wenn der eine Ankilo voll ist, dem anderen einen Sattel anschnallen. Und so weiter und so fort. Das behebt schon mal das Gewichtsproblem eigentlich. Aber wenn ihr ein High-Level habt, habe ich jetzt selbst getestet, auch mit einem unserer beiden High-Level, die wir hier zähmen, war ich eben Metallfarm und das läuft richtig gut. Also der kann schon richtig viel Metallerze, Iron, kann der reinpacken, bis er überladen ist. Und ja, das macht eben den Unterschied. Deswegen ist es eben gut, wenn man auch ein Dino ein bisschen höherrangig hat. Und das ist der Grund, warum er das dann jetzt eben mit Kibbel macht, weil ansonsten dauert es viel zu lange. Und natürlich verliert er auch CM-Effektivität, wenn man es nicht mit Kibbel macht. Und wir wollen jeden Bonus-Level mitnehmen. Die Sache ist die, egal ob ihr ein Level 1er oder ein Level 150er zähmt, am Anfang, sobald der Dinosaurier gezähmt ist, steigt er schneller den Level auf. Das ist natürlich cool, weil Level 1er, wenn der irgendwann mal auf Level 50 ist, steigt er fast nicht mehr auf. So, aber zähmt ihr euch jetzt gleich ein Level 50, da habt ihr den ruckzuck auf Level 60, 70, wenn er ein bisschen mit dem Spiel drum rumläuft. Deswegen macht es Sinn, eben auch nochmal einen höheren zu zähmen. Abgesehen davon, dass es sowieso bessere Werte hat. Und wie gesagt, das Gewichtsproblem ist dann hiermit eigentlich erledigt. Man kann dann den Akilo auch ein bisschen auf Gewicht skillen. Das habe ich jetzt gemacht, weil ich will kein Kämpfer an Kilo, ich will einen, der schnell farmt. Ein bisschen Life haben die ja sowieso. Und für den Rest sind andere Dinos verantwortlich, die auf sie aufpassen. Oder eben ich aufpasse mit der Pumpgun oder mit der Kettensäge. aber die sollen Gewicht haben, dass sie schön viel tragen können. Dass man auch effektiv mit denen farmen kann. So, jetzt springen wir wieder zum Punkt. Was natürlich auch noch cool ist, wenn ihr einen Quetzal oder was Größeres habt, dann könnt ihr den an Kilo packen und mit dem im Flug farmen. Das ist natürlich auch richtig nice, weil das holt viele Schwachpunkte des Ankilos weg, dass er zum Beispiel so langsam läuft und so weiter und so fort. Ne? Was auch eine Möglichkeit ist, ihr könnt einen Ankilo auf dem Boot stellen. Wenn er hier in Ragnarok gibt, es Felsen, Metallfelsen, die an den Wänden direkt sind, an der Küste. Und da könnt ihr vom Boot aus mit dem Ankilo draufhauen. Stellt noch einen Schrank daneben, könnt ihr direkt vom Ankilo in den Schrank reinladen. Sollte nur kein Wal in der Nähe sein, der euer Boot angreift und zerstört, wenn er da 5000 Metall drin liegen habt. Weil das geht hier auf Ragnarok wirklich sehr gut. Also, da habt ihr ganz schnell, ich sag mal, zumindest mal 1000 habt ihr ganz schnell zusammen. An anderen Stellen vielleicht sogar noch mehr. Ich muss selber noch ein bisschen erkunden. Aber da könnt ihr vom Boot aus, könnt ihr Metall kloppen. Braucht ihr mit dem Ankilo nicht mal einen Meter zu laufen. Doch, aufs Boot. Ja, so. Und das ist definitiv, das sind jetzt so meine Tipps mit dem Farmen, wie man das noch ein bisschen optimieren kann mit dem Ankilo, wie man den noch effektiver machen kann. Ich hoffe, es hilft euch. Und dann sehen wir uns jetzt wieder, wenn es soweit ist und die Dinos aufstehen.
Und Trommelwirbel. Oh, da ist er. Yay. Da haben wir unseren ersten 1 Kilo von 2. Yippie, würde ich sagen. Und ihr seht tatsächlich Level 122. Also haben wir den maximalen Bonus bekommen an Level, den wir bekommen konnten. Nämlich die kompletten 40 Bonus-Level. Und jetzt gehen wir natürlich bei Ihnen hier. Und das kann ich euch schon sagen, dass ihr seht, das sind die Kibbel, die übrig sind. Ich glaube, 20 hat er gefressen, wenn mich nicht alles täuscht. Also der erste 1 Kilo. Ihr seht, jetzt futtert der sich, weil wir den die ganze Zeit aushungern gelassen haben. Futtert der natürlich eins nach dem anderen und der geht jetzt ratzfatz auf 50%. Aber das Kibbel ist schon leer und dann muss er sich mit Obst essen. Und ich sag euch, ab hier hat es noch eine Zeit gedauert, obwohl er hier schon bei 59% ist. Und die Effektivität fällt auch noch ein gutes Stück runter. Aber das tue ich euch nicht an. Wir haben den noch bekommen, auf jeden Fall. Und er ist auch ein sehr guter 1 Kilo mit guten Werten. Den benutze ich sogar. Zum Teil auch, je nachdem für welche Zwecke ich sie brauche. Und jetzt seht ihr hier im Schnelllauf nochmal ein paar Bilder zum 1 Kilo, um auch zum Abschluss zu kommen. Wenn noch Fragen bestehen, dann könnt ihr das gerne in die Comments posten. Ich habe versucht, euch so weit die Vorteile des 1 Kilos nahezulegen. Also wie gesagt, ihr holt mehr Feuerstein raus. Er sammelt auch Holz und Stroh, wie man sieht. Und oh, Entschuldigung, das Fenster ist offen, weil es hier so übelst heiß war. Jetzt ist endlich Nacht und kühlt ein bisschen ab. Und da musste ich das Fenster endlich mal aufmachen, hier lüften. Ja, so. Aber um hierbei zu bleiben, er sammelt eben auch sehr, sehr viel Metall. Aber ihr seht jetzt da oben auch schon seine Gewichtsanzeige, die wird schon so langsam wieder voll. Wir haben aber hier schon gekloppt. Ihr seht, er kloppt mit einem Schlag Metallsteine weg, ne, ganz übel. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das hier Doppel-EP-Weekend bei uns war. Dann holt er nämlich nochmal mehr Metall raus. Ich glaube aber nicht, sieht nicht so aus. Und dann ist er natürlich noch schneller überfüllt, aber dagegen kann man eben nichts machen, ne? Wenn man nicht Doppel-EP, doppelte Metz. So. Ja, ansonsten, wir haben noch einen blauen Sattel, den haben wir gefunden. Das ist natürlich auch nice. Haben wir zwei Stück sogar. Da konnten wir gerade beide an Kilos damit ausrüsten. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank. Fragen in die Kommentare. Euer Spooky, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, bye bye bye.